Kannst du nicht beweisen, dass es Tauhid gab, dass es Monotheismus gab, kannst du nicht beweisen, weil der Monotheismus sagt, du brauchst keine Götze. Also du kannst niemals eine Götze vom Monotheismus finden, weil es keine Götzen gibt. Das heißt, du kannst höchstens sagen, vor 3000 Jahren an diesem Ort haben die Menschen bestimmte Götzen angebetet. Ja, du kannst niemals sagen, dass es davor kein Tauhid gegeben hat, kein Monotheismus. Das ist totaler Quatsch. Das ist eine Idee, das wird als Wissenschaft verkauft, die rein auf Vermutung beruft. Genau wie Islamwissenschaft, die moderne, sogenannte Orientalismus. 90% Vermutung. 90% Vermutung. Ja, der Prophet S.A.W. hat dies und das bestimmt aus diesem und diesem Grund gemacht und er hat bestimmt als Kind jüdische Dingsbums gefunden und den getroffen und die Juden, die haben ihm die Geschichten erzählt. Dann ist er auf die Idee gekommen, ach ja, ich schreibe auch ein Buch. Aber kein Beweis, alles nur noch Vermutung. Der Prophet hat gesehen, dass die Juden ihm in Medina nicht gefolgt sind. Dann hat er die Kibla auf Mekka umgestellt. Vermutung, wie kommst du darauf? Und wie ich mich mit Islam beschäftigt habe, habe ich diese ganzen Bücher gelesen. Da habe ich gedacht, subhanallah, die haben überhaupt gar keinen Beweis. Da war ich noch kein Muslim, weil man einfach logisch gedacht hat. Das ist alles nur Vermutung. Wahrscheinlich hat er gesehen, er wollte dann erstmal den Juden imponieren, deswegen haben sie Richtung Jerusalem gebetet. Aber dann hat er gesehen, dass die Juden ihm nicht folgen, dann hat er die Kibla nach Mekka umgeändert. Vermutung. Aber Wahrscheinlichkeitsrechnung jetzt, wir wissen, dass der Islam die Wahrheit ist, steht im Koran, wir haben die Kibla umgeändert, als Probe für diejenigen, ob sie dir wirklich folgen. Kann rein mathematisch genauso richtig sein wie das andere. Aber aber wenn wir die anderen Faktoren, die logischen Faktoren der Aufrichtigkeit des Propheten herausziehen, dann sehen wir, dass es totaler Quatsch ist. Ja, weil der Prophet hätte ja theoretisch auch weiterhin Richtung Jerusalem beten können, weil er vielleicht denkt, dass doch noch einige Juden kommen oder einige Christen. Totaler Quatsch. So, aber die Erklärung vom Koran ist ganz deutlich, um die Leute auf die Probe zu stellen. Sind sie wirklich bereit, dir zu folgen? Das heißt, das, worauf sie sich berufen, diese sogenannten Wissenschaftler, sind alles nur Vermutungen. Er hat den wahrscheinlich getroffen, dann sagst du, wen hat er denn getroffen? Ja, wahrscheinlich. Was ist das für eine Wissenschaft? Alles Vermutung. Wenn es um Islam geht, immer Vermutung. Ja, wir haben da etwas gefunden, wahrscheinlich ist Hurul Ain nicht Hurul Ain, sondern Traube. Und die Muslime schreiben mir, was sagst du dazu? Kannst du da ein Rad drauf machen? Was soll ich da drauf für ein Rad machen? Rad heißt Widerlegung. Da gibt es keine Widerlegung, das ist einfach nur Quatsch mit Soße. An den Haaren herbeigezogen. Ja, wahrscheinlich hat er einen Tannenbaum gesehen. Verstehst du, das ist alles nur an den Haaren herbeigezogen. Deswegen, wir müssen, wenn wir draußen sind, nicht immer auf jeden Quatsch reagieren. Genau wie diese Anthropologie der Religionen. Ja, wir haben eine Götze gefunden, das heißt, der Götzendienst gab es vor Islam. Was könnte sein, es kommt jemand zu dir und sagt, nee, ist falsch. Ihr sagt, die Menschen haben am Anfang, waren sie Monotheisten. Die moderne Anthropologie der Religion sagt nein. Es war am Anfang Götzendienst. Fängst du an zu zucken. Hier, wir haben die Beweise von Koran und Sunna. Wo sind deine Beweise? Ja, wir haben eine Götze gefunden von vor 3000 Jahren. Also gab es da Götzendienst. Ach so, cool. Logisch. Voll das logische Argument. Also das heißt, 4000 Jahre vorher kann es keinen Monotheismus gegeben haben, weil es 3000 Jahre vor 3000 Jahren Götzendienst gab. Das ist totaler Schwachsinn. Das zweite Argument, was die Leute bringen, guck mal jetzt das zweite, guck mal diese Wholeness, diese Hohlheit von diesen Leuten, dieses Vakuum im Hirn. Guck mal, das zweite Argument ist, die gucken sich die primitiven Stämme an von heute, und dann machen sie einen Analogieschluss. Zum Beispiel in Afrika, in Südamerika, und die sehen, die beten Götzen, und dann sagen die, ach ja, früher war das Leben auch primitiv, also haben die auch Götzen angebetet. Das ist totaler Quatsch. Du findest heute auch primitive Stämme, die Monotheisten sind. Du findest heute auch Leute, die modernsten Leute, die vielleicht, was weiß ich, die vielleicht Akademiker sind, die beten den Satan an. Oder die beten nur tausende Götzen an. Totaler Quatsch. Das heißt, daran siehst du, diese ganzen Argumente, die die haben, sind voll für die Katze. Aber hier, wir glauben an Koran und Sunna. Wir haben eindeutigen Isnad, Überlieferungskette. Diese Überlieferungskette, die wir haben, wie zu uns Koran und Sunna gekommen sind, ja, wenn du das anwenden würdest auf heute die Nachrichten im Fernsehen, dann dürftest du keine Nachricht glauben. Keine Nachricht. Weil du hast immer mit Lügnern zu tun, immer mit Leuten, die irgendwas überbringen wollen, was gar nicht stimmt. Mit Leuten, die vielleicht ein schwaches Erinnerungsvermögen haben, die nicht genau sind in der Überlieferung. Du hast vielleicht, dass dir irgendjemand was erzählt, was er gar nicht genau gesehen hat. Aber das Problem ist, jeder glaubt.
Weißt du, dann kommt jemand, der schmückt die Sachen schön aus, die Atroplyse, Aploplinoxe, drei Fremdwörter in einem Satz, und dann glaubt natürlich die 95-jährige Oma, glaubt ihm dann natürlich, was der erzählt. Glaub es mir, ich sehe so oft Leute, mit denen du diskutierst, über zum Beispiel ein Produkt im Handel. Ja, wir haben im Fernsehen gehört, dass das nichts ist. Ich habe gesagt, ja, was haben sie denn im Fernsehen gehört? Welche Argumente kamen denn? Ja, wir haben das und das. Die kann gar nicht. Ja, ich habe nur gehört, dass das schlecht ist. Ja, aber was? Warum? Konkret. Ich will eine konkrete Aussage. Ja, das war im Fernsehen. Ja, was denn konkret? Eine konkrete Aussage. Bruder, die Leute wissen nichts, glaub mir. Du erzählst ihnen im Fernsehen irgendwas. Oh, echt? Ja, dann ist das auch so. Richtig hohl. Hauptsache ist irgendwie steht's da. Aber dir ein konkretes Detail zu geben, warum, weshalb, wieso, haben wir gehört, ist so. Der Mensch stammt vom Affen ab. Okay, alles klar, das haben wir geschluckt. Super. Das ist das Problem. Man glaubt immer das, was im Fernsehen kommt. Und die Muslime sind mittlerweile fast genauso. Da erzählt dir irgend so ein Spinner im Fernsehen, erzählt dir ja von wegen, oh, im Islam, die Rolle der Frau im Islam und bla bla bla. Auf einmal die Muslime fängt das selber an zu glauben. Und du hast es manchmal mit solchen hohlen Birnen zu tun, dass du echt nicht weißt, wo du sie siehst. Ich rede gestern rede ich ein bestimmtes Thema. Warum darf eine Muslimin keinen Christen heiraten, aber ein Muslim darf einen Christ heiraten? Da habe ich gesagt, dass die Frau physisch schwächer ist. Physisch schwächer. Deswegen, ein Mann kann theoretisch die Frau dazu zwingen, etwas zu machen, was sie von der Religion her nicht machen darf. Zum Beispiel der Christ sagt zu der Frau, hier, du musst mir ein Schweinekotelett braten. Das ist, der kann die dazu zwingen, das zu tun, rein körperlich. Egal wie jetzt die Gesetze in diesem Land sind oder ob er vorher sagt, nein, ich werde das nicht tun, ich bin ganz artig, rein theoretisch. Es gibt im Christentum kein Recht, das sagt, du musst die Frau, die Muslimin, den Islam weiter praktizieren lassen. Gibt's nicht, aber im Islam gibt's die Regel. Das heißt, du darfst sie nicht daran hindern, auf ihre Art und Weise die Religion zu praktizieren. Du kannst sie, wenn du sie daran hinderst, dass sie dir Schweinefleisch kocht oder für deine Kinder, dann ist das nichts, was in ihrer Religion Pflicht ist. In ihrer Religion ist es nicht Pflicht, Schweinefleisch zu essen oder Alkohol zu trinken. Ich erzähle diese Sachen. Und ein wichtiger Punkt in der Scharia ist, dass die Religion des Menschen geschützt wird, das Leben des Menschen geschützt wird, der Akel, der Verstand des Menschen geschützt wird, die Ehre des, das Vermögen des Menschen geschützt wird und die Ehre des Menschen geschützt wird. Als erstes die Religion. Das heißt, dieser Mensch kann dich dazu zwingen, deine Religion nicht mehr zu praktizieren. Kann die Frau dich dazu zwingen, außer wenn du ein Weichei bist, deine Religion nicht zu praktizieren? Da fängt ja keiner an zu weinen, Entschuldigung Frau, ich kann meine Religion nicht praktizieren. Rein natürlich gesehen. Das ist ein physischer Unterschied. Das heißt, Mann und Frau sind physisch unterschiedlich, auch psychologisch in einigen Teilen. Aber physisch ist die Frau schwächer, wer was anderes sagt, hat keine Ahnung. Außer vielleicht in einigen Bereichen, wie zum Beispiel Kinder kriegen oder so, da ist die Frau stärker. Aber das ist keine Beleidigung für die Frau. Aber ihr seht das als Beleidigung für die Frau. Wir sehen das nicht als Beleidigung für die Frau. Oder, okay, du bist dagegen. Ach, was erzählt er denn? Die Frau ist doch nicht physisch unterlegen. Dieser Brief kam mir gestern. Da habe ich gedacht, wo bin ich hier? Geh mal zur Olympiade. In welcher Disziplin ist die Frau stärker als der Mann? Gib mir mal die Weltrekorde. 100 Meter Lauf, Marathon, Tischtennis. Aber das ist keine Schande für die Frau. Das ist im Westen eine Schande für die Frau. Deswegen denken die, wenn die Muslime so reden, ist es eine Schande, wenn wir so reden, aber für uns ist es keine Schande. Da wird mir gestern ein Brief geschrieben, ja, du stellst die Frau als ein Wesen dar, was gar keinen Willen hat, weil du gesagt hast, dass der Mann der Frau physisch überlegen ist. Ich habe gedacht, wo bin ich hier? Ich konnte gestern nicht schlafen über diesen Schwachsinn. Willst du etwa sagen, die Frau ist dem Mann physisch überlegen? Hat schon mal Mike Tyson mit Regina Hall mich geboxt oder wie? Okay, Stefan Raab, der Beweis, nein. Aber wir reden jetzt von einer Weltklasse-Frau im Boxen, die gegen Stefan Raab boxt. Wir reden nicht von einem Weltklasse-Mann, der gegen eine Weltklasse-Frau boxt. Natürlich
kann ich die Weltmeisterin im Schwergewicht im Gewichtheben bringen und die hebt mehr im Gewicht als, was weiß ich hier, der Jockey so und so, der 50 Kilo wiegt, schwer ist. Das kann ich mir vorstellen, aber nicht, dass du dieselben holst in derselben Gewichtsklasse und die ist einfach eine Tatsache. So, deswegen, die Frau wird geschützt, das ist nicht um die Frau zu beleidigen, ist um die Frau zu schützen. Und du musst den Mann schützen. Und übrigens ist es eine große Ausnahmeregel, dass der Mann eine christliche, jüdische Frau heiraten darf. Die Frau muss jemand sein, die wirklich für die Religion praktiziert, auch von den Geboten der Schamhaftigkeit. Das heißt nicht, dass sie eine Frau ist, die sich vorher schon Männer genommen hat. Wenn sie vorher schon jemand ist, die Sina gemacht hat, dann kannst du sie nicht mehr heiraten. Subhanallah. Und die ist eine Ausnahmeregel. Beispielsweise, ich habe mit einem Scheich darüber geredet, ich habe zu ihm gesagt, in Deutschland ist es so, wenn sich Mann und Frau trennen und die Frau ist Christin, die Frau kriegt das Kind hier. Wie ist es dann, darfst du überhaupt eine Frau heiraten? Er hat gesagt, über dieses Thema, das kann man nicht zwischen Tür und Angel sagen, das ist Haram. Da braucht man mehr Informationen und mehr Details. Aber ich kenne jemanden, der ist Muslim, deutscher Muslim, der hatte vorher eine Frau gehabt und hatte mit der ein Kind. Ihm ist nicht erlaubt, zu der Frau zu gehen in islamischer Kleidung. Ihm ist nicht erlaubt, seine Kinder mit in die Moschee zu nehmen. Guck mal hier, wie Islam in diesem Land diskriminiert wird, Achi. Da sagt man, oh, die Muslime bauen Moscheen. Ja klar, die bauen Moscheen von ihrem eigenen Geld. Und da hat der Staat die gebaut, die Moscheen. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, soll gar keiner, der Hassprediger, was ist eine Tatsache, ist das? Ist eine Tatsache. Diskriminierung der Frau. Und dann hast du leider unseren sogenannten islamischen Vertreter, die dann mit den Politikern am Tisch sitzen. Ja, Entschuldigung, dass wir Muslime sind. Ja, wir können das ruhig. Ja, Hijab nimmt den weg in der Schule und das macht auch noch. Wofür sind die überhaupt Vertreter, Achim? Da kommt an dem Tag, wo diese Islamkonferenz ist, da kommt einer, ein Mustaschrik, ein Orientalist aus Bonn. Und der sagt, ich weiß gar nicht, wofür überhaupt die Diskussion ist. Und da sagt der Orientalist, nicht meine Worte, von einem Nicht-Muslim. Der sagt ja, man müsste über Themen reden, wie zum Beispiel die Diskriminierung der islamischen Frau in dieser Gesellschaft. Der Reporter, dem fiel bald die Brille, der ist bald Schnee, bald umgekippt, ja? Wie diskriminiert? Ja, sagt er, weil die Gesellschaft diskriminiert ja die muslimische Frau. Beispielsweise, wenn die Hijab tragen will bei der Arbeit und so weiter, kann sie nicht. Oder, dass die Muslime, dass mehr auf die eingegangen werden muss. Das ist nämlich vom Gesetz hier in diesem Land. Ich rede nicht von den Gesetzen in diesem Land, sondern ich rede von der Durchführung dieser Gesetze. Von den Gesetzen in diesem Land musst du normalerweise deinen Bürger gewährleisten, dass zum Beispiel, dass es getrennten Unterricht gibt. Weil das von der Religion ist im Islam. Aber die, wenn du so kommst, sagen die zu dir, Extremist, Terrorist, radikal. Warum? Weil du solche Vertreter hast, die sich als islamische Vertreter nennen, die sagen, ja, man kann das halt alles anders sehen. Juden und Christen kommen auch ins Paradies. Deswegen bist du radikal. Das hat gar nichts mit radikal zu tun. Früher gab es in Deutschland katholische und evangelische Kindergärten. Warum gibt es heute auch noch? Das heißt, und dann sagt dieser Nicht-Muslim in dieser Reportage, sagt er, zum Beispiel getrennter Unterricht, zumindest im Sportunterricht, sagt er, das müsste ja eigentlich jedem verständlich sein, von der Schamhaftigkeit her. Also zu meiner Zeit, als ich zur Schule gegangen bin, gab es auch getrennten Sportunterricht mit Jungen und Mädchen. Aber heute sagen sie dir, du musst das Kopftuch ausziehen. Deine blöde Religion. Zieh das Kopftuch aus. Ihr habt sie doch nicht alle, ihr Muslime. Mit eurer Schamhaftigkeit. Macht! Komm, ich will gar keine Worte aussprechen. Du musst doch 20 Freunde vor der Ehe haben, damit du weißt, wie das geht. So sieht die Sache aus. Aber das haben wir unseren sogenannten Vertretern zu tun, unseren scheinheiligen Angsthasen. Das ist das Problem. Wie gesagt, Anthropologie der Religion, wir haben diese ganzen Punkte widerlegt. Jetzt kommen wir noch zur Sinnlosigkeit des Schirk, um das nochmal zu verdeutlichen. Ich werde da ganz kurz drauf eingehen. Ja? Als allererstes, wenn du wirklich weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Rabb ist, der Schöpfer ist, dann ist es doch logisch für dich, dass du nur ihn alleine anbetest. Wenn du irgendeinen fragst von den Muslimen, die noch Gräber anbeten, du fragst ihn, wer kann dir helfen? Abdul Qadir Jilani oder Allah? Sagt Allah. Wer hört dich? Abdul Qadir Jilani oder Allah?
wer ist barmherziger, Abdul Qadir Jilani oder Allah? Allah. Wer hat Macht über alle Dinge? Sagt er Allah, 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 Allah. Ja, warum betest du einen anderen an außer Allah? Warum gehst du nicht direkt zu Allah? Gebet er nicht. Kriegt er nicht gebacken. Ist meine Tradition. Habe ich so gehört. Es gibt tausende Gelehrte, die das gemacht haben. Tausende Gelehrte. Der Prophet Sassam sagt auch, es wird Duat zum Höllenfeuer geben. Ich frage dich, was ist sicher? Nur rein von der Logik her, was ist sicher? Wenn du Abdul Qadir Jilani oder Mohammed oder je nachdem, gute Menschen, Sallallahu alaihi wasallam, der Prophet, anbetest, ist das Pflicht in der Religion? Nein. Wenn wir sagen, Allahumma salli ala Mohammed, beten wir nicht Mohammed an, sondern wir beten Allah an, dass er dem Mohammed, dass er dem Prophet Mohammed Sallallahu alaihi wasallam Segen gibt. Bist du auf der sicheren Seite? Ja. Oder? Okay, wenn du ihn anbetest, bist du auf der sicheren Seite? Nein. Und der Prophet sagt, lass das, was in dir Zweifel weckt, für das, was in dir keinen Zweifel weckt. Rein von der Logik her. Und der Prophet, und dann kommen sie mit einem Argument, so, das als allererstes. Dann kommen sie auch mit einem Argument sagen, hey, der Prophet hat gesagt, ayasai shaitanu ayyabudu al-mussalune fi jazirat al-arab. Der Shaitan hat aufgegeben, dass die Betenden in der arabischen Halbinsel den Satan anbeten werden. Dann sagen die, guck, das, was du erzählst, dass Muslime in Schirk fallen, ist Quatsch. Weil kann gar nicht sein, weil der Prophet sagt, der Satan hat aufgegeben. Was sagen wir hierzu? Wir sagen als allererstes, vom Hadith selber sagt der Hadith gar nichts aus. Denn er sagt nichts bezüglich deiner Annahme aus, weil du willst den Hadith so verstehen, wie du ihn verstehst. Weil er sagt nicht, die Gebetenen auf der Jazirat al-Arab werden nie mehr Schirk machen. Er sagt, der Satan hat es aufgegeben. Das ist die Lage des Satans. Das ist dem Satan seine Annahme. Aber das heißt nicht, dass es passieren wird. Zweite Sache ist, wir haben Beweise, ganz deutliche Beweise, aus der Zeit von den Sahabern, dass Leute vom Islam abgefallen sind. Wir brauchen nur die Geschichte von Abu Bakr. Hat einer genießt? Hast du Alhamdulillah gesagt? Yarhamukallah. Yahdikum Allahu. Wa yuslih balakum. Alhamdulillah, das sagt man dann. Das kannst du auch lesen, das steht alles in dem Buch. Alhamdulillah. Jetzt guck mal. Haben wir auch noch was anderes gelernt. Alhamdulillah. Guck mal. Aber jetzt kommen wir mit einem anderen Hadith, wo der Prophet sagt, لا تقوم الساعة حتى تلك قبائل من أمتي بالمشركين. Der sagt, die Stunde wird nicht eintreffen, bis Völker, Stämme von meiner Umma, die Mushrikun einholen, وحتى تبعد الأوثان, und bis die Götzen angebetet werden. Das heißt, der Prophet sagt, das wird stattfinden. Deswegen sagt Ibn Rajab al-Hanbali, dieser Hadith, Ayasai Shaitanu, der Satan hat es aufgegeben. Das bedeutet, dass Ibn Rajab al-Hanbali ist wirklich ein großer Gelehrter. Das bedeutet, der Satan hat aufgegeben, dass alle Muslime in der Jazirat al-Arab sich im Schirk treffen werden und Schirk machen werden. Den großen Schirk, ja. Dann, Ibrahim oder ihn anbeten werden, ja. Ibrahim. Dann die nächste Geschichte ist von Ibrahim a.s. Wie sinnlos der Schirk ist. Ja, eben haben wir erwähnt, wie sinnlos der Schirk ist, wenn du weißt, dass Allah derjenige ist, der gibt, der weiß. Wofür betest du jemand anderen an? Zweite Sache ist Ibrahim a.s. Was hat er zu seinem Vater gesagt? Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a. Oh, mein Vater, warum betest du an, was nicht hört und nicht sieht und kann dir nichts nützen? Was hat der Prophet a.s. gesagt zu Fatima? Selbe Verb. Ich kann dir vor Allah nichts nützen. Dann, was ist jetzt mit dem Propheten? Hört der Prophet? Der Prophet ist von diesem Leben in ein anderes Leben übergegangen. Wenn jetzt jemand sagt, der Prophet ist tot, ist das korrekt? Doch, ist korrekt, die Aussage. Korrekt aus der Sicht von, dass er gestorben ist von Hayatu Dunya. Wenn ich frage, ist der Prophet lebendig? Ist das korrekt? Ist auch korrekt. Korrekt vom Sicht Hayat al-Barzakhia, dass er im Barzakh lebt, aber ist in eine andere Übergangsstufe übergegangen. So jetzt, was wird gesagt? Es wird gesagt, Barzakh heißt diesseits
Dann kommt am jüngsten Tag der jüngste Tag, wenn alle auferweckt werden und man geht entweder ins Jannah, ins Paradies oder in die Hölle. Allahumma inna nas'aluka al-firdaws al-a'la. Und dann gibt es diese Zwischenwelt, zu der auch das Leben im Grab gehört. Das heißt, der Prophet und gerade die Propheten und die Shuhada, die haben eine besondere Art von Leben. Ja, weil Allah sagt auch im Koran, وَلَا تَحْزَبَنَّ الَّذِينَ كُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَا. Erwarte nicht, dass diejenigen, die auf dem Weg Allahs gestorben sind, tot sind, sind lebendig. Aber nicht lebendig im Sinne von Hayat al-Dunya, sondern lebendig im Sinne von Hayat Barzakhia. Aber jetzt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah, der sagt, dass ihm der Salam überbracht wird. Das heißt, wenn du sallallahu alaihi wasallam sagst, egal ob du hier stehst oder am Grab bei ihm, der Salam wird ihm überbracht und er grüßt zurück. Weil Allah gibt ihm Ruh zurück. Aber das heißt nicht, dass du Dua zu ihm machst und du sagst ihm, oh Prophet, mach für mich Dua zu Allah. Oder noch schlimmer, du sagst dem Propheten, was totaler Schirk ist, gib mir ein Kind oder verzeihe mir oder sowas. Weil das ist nicht überliefert worden. Jetzt frage ich euch eine Sache. Zur Zeit des Propheten sind viele Leute zu ihm gegangen, haben zu ihm gesagt, ja, Gesandter Allahs, mach Dua. Und der Prophet macht Dua, das Regen kommt runter, hört nicht mehr auf, die kommen nächste Woche, mach Dua, dass der Regen aufhört, der Regen hört auf, mach Dua, dass meine Mutter rechtleitet wird, die Mutter wird rechtleitet, mach Dua. So viele Stellen. Jetzt frage ich dich was, das war zur Zeit des Lebens vom Propheten. Jetzt, wann hatten die Muslime mehr Probleme gehabt? Meinungsverschiedenheit, größtes Problem. Zur Zeit des Lebens, im Leben vom Propheten, oder nach dem Leben vom Propheten,